Herr Präsident, meine Damen und Herren! Berlin baut auf und Berlin reißt ein. Das hat Tradition und das ist im Fall der Friedrichswerderschen Kirche fatal. Sie ist das größte, von Kriegszerstörung am wenigsten betroffene und sie war bis vor 3 Jahren das am besten erhaltene Gebäude von Karl Friedrich Schenkel in Berlin. Seither ist sie schwer beschädigt und geschlossen, Perspektive ungewiss. Wir fordern deshalb Sofortmaßnahmen zum Schutz, volle Kostenübernahme durch die Verursacher und schnelle Beseitigung der Schäden. Ja, ein bisschen mehr Elan wäre echt nicht schlecht an der Stelle. Es geht ja um die historische Mitte, die Ihnen immer so am Herzen liegt. Es geht im Übrigen insbesondere darum, die Zerstörung zu stoppen und noch Schlimmeres zu verhindern. Wir fordern den Senat auf, unverzüglich gemeinsam mit dem Bezirksamt Mitte alles zu unternehmen, um entweder bei den geplanten Baumaßnahmen eine weitere Schädigung der Kirche auszuschließen oder diese zu stoppen. Eine weitere Schädigung der Friedrichswerderschen Kirche wäre ein Armutszeugnis. Der Senat ist den Berlinerinnen und Berlinern und genauso dem Eigentümer Kirche und dem seinerzeitigen und hoffentlich bald wieder Nutzer Stiftung Preußischer Kulturbesitz gegenüber in der Pflicht, dass seine Entscheidung für eine kritische Rekonstruktion der Berliner Mitte nicht mit dem Verlust dieses wertvollen kulturellen Zeugnisses bezahlt werden muss. Selbstverständlich muss sich auch das Abgeordnetenhaus die Frage gefallen lassen, ob das Planwerk Innenstadt von 1999 und die darauf aufbauenden Bebauungspläne dieses Problem möglicherweise verursacht haben. Unsere Fraktion hatte 2011 Korrekturen vornehmen wollen und konnte sich gegenüber der SPD nicht durchsetzen. Begründet wurde dies seinerzeit mit dem Planungsvorlauf, eben seit 1999. In der letzten Plenarsitzung der 16. Wahlperiode haben dann die Fraktionen SPD, Linke und CDU dem Bebauungsplan 1208.1 zugestimmt. Es waren viele beteiligt. Damals noch Fraktionschef Müller, Senatsbaudirektorin Lüscher, das Baukollegium. Der Druck des Investors war immens. Das Projekt wurde mehrfach überarbeitet. Geholfen hat es nicht. Heute sollten wir schlauer sein. Aber ich möchte klarstellen, ein Baurecht berechtigt nicht zur Zerstörung der Nachbargebäude. Und deshalb muss der Senat handeln. Der Sakralraum in seiner einmaligen Anmutung und Belichtung, das gesamte Ensemble ist durch die Verschattung und durch skurrile Baugerüste im Innern dahin. Wer würde unter diesen Umständen durch die Vorführung des gebauten Planwerks Innenstadt heute einem solchen Bebauungsplan noch zustimmen, auch wenn sich Schäden vermeiden ließen? Wie absurd sind Denkmalschutz und kritische Rekonstruktion, wenn Denkmale Schaden nehmen, weil Renditeobjekte entstehen, Schutzmechanismen vom Denkmalschutz bis zur Bauaufsicht nicht greifen und nebenan nicht mehr vorhandene Denkmale wie die alte Kommandantur, das Schloss oder bald die Bauakademie wieder aufgebaut werden. Und das Drama geht weiter, zum Beispiel bei der drohenden Zerstörung des Innenraums der Sankt-Hedwigs-Kathedrale. Die Behörden sahen sich offenbar aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht in der Lage, hier zu widersprechen. Bund und Land als Fördergeber übrigens wären gut beraten, in den anstehenden Verhandlungen auf Veränderungen zu drängen. Und was wird aus dem Magnushaus und seinem Garten? Wir begrüßen den Aufruf von Kammern und Verbänden an ihre Mitglieder, am Wettbewerb Siemens-Repräsentanz nicht teilzunehmen. So etwas hat es in der Geschichte noch nicht gegeben. Wie wird der Senat, falls Siemens jetzt keinen Rückzieher macht, wozu ich ausdrücklich rate, ausschließen, dass auch durch den Bau dieses Gebäudes mit Tiefgarage im Übrigen Schäden am Barockpalais ausgeschlossen werden oder dass Schäden dort entstehen? Wird der Senat endlich aus Schaden klug? Auf meine Anfrage zu Perspektiven öffentlicher Bauten in der historischen Mitte hat er lapidar geantwortet, es liegen ihm bei nicht im Landeseigentum befindlichen Gebäuden keine Erkenntnisse vor. Das legt ja den Schluss nahe, dass sich der Senat um eine aktive Abstimmung mit den Eigentümern nicht wirklich bemüht. Offen ist zum Beispiel die Zukunft des jüngst privatisierten Opernpalais, des in Bundesbesitz befindlichen Kronprinzenpalais und des landeseigenen Palais am Festungsgraben. Nicht nur barocke oder klassizistische Denkmale, auch Nachkriegsbauten in der historischen Mitte sind bedroht, wie das Bürogebäude unter den Linden 62 bis 68 von 1962, das dem Bund gehört und dem Neubau von Bundestagsbüros weichen soll. Sie können ja mal in Ihren Bundestagsfraktionen nach,
horchen, wie die Abgeordneten sich dazu stellen. Nachdem viele schutzwürdige Bauten aus der historischen Mitte schon verschwunden sind, stellt sich die Frage, ob hier langsam und schleichend ein Ort ohne authentische Denkmale dafür mit zahlreichen Denkmalattrappen, um nicht Disneyland zu sagen, entstehen soll. Und auch deshalb fordern wir den Senat auf, dem Abgeordnetenhaus regelmäßig über geplante Baumaßnahmen und an und im Umfeld von Denkmalen im historischen Zentrum zu berichten. Vielleicht ist ja noch was zu retten. Vielen Dank.